So, hallo. Neues Let's Play will ich angehen. Es ist der 26. Januar 2024. Und seit dem 01.01.24 soll Steam ja nicht mehr Windows 7 funktionieren. Ja, Steam wird in 0 Tagen nicht mehr unter Windows 7 funktionieren. Jetzt wollte ich. Eigentlich dachte ich, ich hätte schon alle gespielt, aber jetzt habe ich noch ein Spiel gefunden, so New Beginning. Das ist ein Point-and-Click-Adventure von Dialelec. Keine Ahnung, wie die sich aussprechen. Die haben, glaube ich, schon mal, ja, die haben schon mal was gemacht an Point and Click. Das war ganz lustig. Das war irgendwie mit so einem Müllplatz. Wie ist denn das wieder? Weiß ich jetzt nicht. Aber das war ganz gut. Aber ich glaube, die sind jetzt inzwischen auch pleite gegangen. Oder sind die verkauft worden? Irgendwas war da was. Egal. Ich bin vor dem Ablauf des Countdowns offline gegangen. Aber jetzt sehe ich, das Ding ist nicht mehr installiert. Ich werde es wahrscheinlich nicht installieren können. Er hat auch ein Update gemacht. Steam hat ein Steam-Update gemacht auf die Steam-Software. Ich versuche mal hier auf Installieren. Keine Internetverbindung. Ja, da muss ich wohl online gehen. Ah, okay. Ein Bilderchen sehe ich. Ich will da jetzt nicht durchscrollen. Ich will mich nicht spoilern. Ich will es auch selber lösen. Aber ich mache mal installieren. Ja, Fast Games hier. Machen wir auf die SSD. Da ist auch noch viel Platz. Installieren. Komisch, warum habe ich denn den das Icon schon auf der Oberfläche? Keine Ahnung. Also Download scheint noch zu funktionieren. Und wenn das noch startet, dann ist es ja gar nicht so schlimm, oder? Die haben gesagt, nichts wird mehr funktionieren unter Windows 7. Haben sich dann wohl doch nicht getraut. Zumindest hier in Europa bzw. in Deutschland nicht, weil ja, du kannst den Leuten nicht einfach die Spiele wegnehmen, die sind ja gekauft. Man hat ja einen Vertrag mit denen, dass ich die spielen darf. Da können die ja nicht einseitig sagen, oh nö, jetzt muss ich aber ein neues Betriebssystem. Ja, das haben sie aber gemacht. Mal gucken. Also, dann laden wir mal runter jetzt hier, das dauert noch eine Weile. Und ja, wenn es dann soweit ist und installiert, dann versuchen wir es mal zu starten. Vielleicht können wir das sogar starten hier. A new beginning. Final Cut. Da sieht, hat es gestartet. So, jetzt kann ich hier auch Deutsch einstellen. Einmal Deutsch. Nochmal Deutsch. Ich weiß nur nicht, welche Auflösung ich jetzt hier habe. Irgendwie im Konfigurationszustand irgendwas von 640 mal 480, also VGA. Ich weiß nicht, ob das schon so alt ist, das Spiel. Der Dalek heißt es. So, jetzt wissen wir was. Der Dalek. Ist ein bisschen aufgemacht wie ein Comic, hä? So, Final. So, New Beginning, Final Cut. Auflösung weiß ich nicht. Ja, kann man aber mitleben. Was soll das da unten sein? Achso, die anderen Spiele, die es da gibt. Oder? Home? Games? Wie hieß denn das? Was ich meinte, was ich schon gespielt habe. Irgendwas. Ach, das ist so mini klein hier. Du kannst gar nicht richtig scrollen. Deponia war es, genau. Deponia habe ich gespielt. Das war spaßig. Er kostet 99 Cent. Es gab's aber auch gleich, das gab's auch schon umsonst. Und Journey of a Roach habe ich auch schon gespielt. Und Edna und Harvey, bin ich mir nicht sicher.
Hier. Deponia, Company Journey. Ja, wie komme ich hier wieder raus? Zurück zum Spiel. Klack. Neues Spiel, weiter spielen. Optionen, speichern, laden. Mach mal Optionen. Untertitel an, Sprache. Ne, ist ja schon Deutsch. Effekte. Fupp, fupp. Achso, das ist die Lautstärke. Ja, Musik machen wir aus. Mehr gibt's nicht. Vollbild. Das war auch, was ich im Dings gesehen habe. Mitwirkende, Ende. Auf geht's. Neues Spiel. Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Bist du bereit? Bitte? Was? Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt! Mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen Ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phoenix-Plan? Wir könnten entkommen. Der Phoenix-Plan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Oh, die Erde wird untergehen. 2 Wochen. Den Schritt zurück. Den Schritt zurück? Zeitmaschine? In die Vergangenheit. Zeitmaschine. Krasse Story, Alter. Deutscher Text, deutsche Untertitel, also deutsche Sprache, deutsche Untertitel und da in den Comics ist es irgendwie englischsprachig. Ups, was ist jetzt mit der Musik? Die Musik ist aus. Okay, gut. Hatte ich eh nicht bestellt. Schwarzer Bildschirm. Prolog. Auf Deutsch Vorwort. Aber Prolog hört sich da viel besser an, oder? Ein Spatz, ein Fink. Boom. Ah, verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Was ist denn das für ein Teil? Ein Grill? Eine Motorsäge? Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. Wünschen Sie eine Einführung? Ja, aber vorher mache ich mir einen Kaffee. One moment, please. So. Gemütlich gemacht mit dem Kaffee. Keine Ahnung, was das ist. Ein Schredder, glaube ich. Der schreddert. Wünschen Sie eine Einführung in die Steuerungsmodalitäten. Ja, erzähl mal. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Klappe der roten Maschine und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Fogger.
Das kann ich hier auch noch Deutsch machen, oder? Dann habe ich ja jetzt hier irgendwie. Fogger heißt irgendwie. Weiß ich nicht. Nebler? Warten Sie, bis die Steuerungsmünze eingerastet ist. Bewegen Sie dann die Steuerungsmünze? What the fuck? Bewegen Sie den Meister auf die Klappe der roten Maschine. Okay, welche Klappe? Die Klappe hier? Siehst du eine Klappe? Die hier? Die Klappe? Warten Sie. Halten Sie linke Maustaste. Warten Sie erst, bis die Steuerungsmünze. Hier ist eine Klappe. Warum? Eingerastet ist. Bewegen Sie dann nach rechts oben zum Befehl öffnen. Ansehen. Und lassen Sie erst dann den Mastzänger wieder los. Mein Fogger. What is the Fogger? Klappe. Ansehen. Die ist zu. Da mach sie auf. Öffnen. Auf diese Weise lassen sich Objekte auch näher betrachten. Sehen Sie sich doch mal den Motor genauer an, indem Sie dieses Ansehen auswählen. Kann ich mir auch den Spatz eher anschauen? Er frisst die Schädlinge im Holz. Leider nicht schnell genug. Ja, und er kackt. Und er kann fliegen. Die ist offen. Geht da eigentlich Abbruch, wenn ich mir jetzt... Ah, das geht. Escape. Dann bin ich ja ganz raus. Nein, möchte ich nicht. Weiterspielen. Okay. Ich möchte mir den Motor ansehen. Aha. Ach. Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich denn jetzt einen Ersatz? Mit Ihrem neu erlangten Wissen sollte es Ihnen nun ein leichtes sein, den gerissenen Keilriemen zu entfernen. Laufrad... Laufrad, Keilriemen, nehmen. Vielleicht lässt er sich noch reparieren. Sie tragen den Riemen nun bei sich. Drücken Sie kurz die rechte Maustaste, um Ihr Inventar zu öffnen oder zu schließen. Versuchen Sie nun, den Keilriemen-Inventar über die Steuerungsmünze zu verknoten. Ah, das Ding hier ist die Steuerungsmünze hier. Laufrad, das ist die Steuerungsmünze. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Müssen wir ölen. Scheint in Ordnung zu sein. Was mit der Schraube? Die Schraube ist schon seit längerem locker. Die lässt sich auch nicht mehr richtig reindrehen. Mhm. Was ist, wenn wir die mitnehmen? Die ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Weg damit. Ja, oder lass sie drin. Gerissener Keilriemen. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Also, C einblenden, ausblenden. Wunderbar. Ja, wunderbar. So. Gerissener Keilriemen. Gerissen. Wenn ich ihn nicht flicken kann, dann brauche ich dringend einen Ersatz. Verknoten? Naja, ein Versuch ist es ja wert. Ich habe einen Knoten in den Riemen gemacht. Drücken Sie nun mit der linken Maustaste kurz drauf. Okay, um ihn aufzunehmen und dann auf das Laufrad. Ob das hält? Ich glaube nicht. Aktiviere den Fogger. Lassen wir mal die Klappe zu. Klappe schließen. Fogger starten. Ach, das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Ist
Der muss ja genau passen, ne? Weg damit. Jetzt haben wir ihn weggeschmissen. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Ach so. Ich hätte es gar nicht ausprobieren sollen. Du doofer Bleistift. Jetzt ist er ganz kaputt. Jetzt habe ich ihn weggeschmissen. Ich muss das hier erstmal laufgängig machen. Das ist kein Wunder, dass er dann reißt. Du blöder Bleistift. Habe ich das schon gemacht, den Motor ansehen, oder? Ansehen. Und jetzt? Irgendwie habe ich ihn durcheinander gebracht. Sie können ihr Abenteuer beginnen. Sehen Sie doch mal den Motor genauer an. Motor ansehen. Habe ich doch schon. Jetzt ist das Ding ohne. Abenteuer beginnen. Baum. Im Sommer hat Meta oft allein unter dem Baum gesessen und gelesen. Schade, dass ich ihn fällen muss. Der Winter wird kalt. Da steht irgendwie, sie können jetzt ihr Abenteuer beginnen oder so. Ich gehe mal in einen anderen Raum, komm zurück, vielleicht. Geht's dann. Sonst muss ich nochmal neu starten. So, jetzt ist er ruhig. Gott. Das ist der Fogger. Ich habe keinen... dachte, dass er keinen nämlich jetzt hier. Das Gefühl kenne ich. Ich drehe mich im Kreis, womit ich dem Keilriemen eines voraus hätte. Er wird's ihn nicht nehmen. Wenn ich sage nehmen, dann nimmst du den. Ich drehe mich im Kreis, womit ich dem Keilriemen eines voraus hätte. Den will er nicht nehmen. Den will er einfach nicht nehmen. Naja, da muss eine andere Lösung geben. Vielleicht hätte es ja doch verknotet noch getan. Ich kletter mal auf den Baum. Das macht mein Rücken nie im Leben mit. Eine Option steht da. Was ist ein Fogger? Ich habe keine Ahnung. Kann man hier aufmachen? Also es scheint ein Verbrennungsmotor zu sein. Und hier kommt dann ein Holzschnitzel raus? Oder ist das ein Vergaser? Ein Verdampfer? Und was mache ich da überhaupt? Wie passt das zu dem Intro? Machen wir mal die Klappe zu. Nicht, dass reinrechnet. Da, dann gehen wir hier runter. Und gucken, wo wir sind. Eine Reuse, ein Boot, ein Steg, eine Flaschenpost, Müll. Ja, mach mal weg, das klingelt immer so. Guck dir doch mal den Müll an. Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Echt, ist das heute so? Wann ist das überhaupt? Keine Ahnung. Früher hätte ich das noch gemacht, aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt, aber noch schwimmt es. Muss ja. Ich habe Dr. Angus gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Wenn wir ins Wasser hängen und da noch ein bisschen Bait rein und dann kannst du dann Hummer fangen oder Flusskrebse oder irgendwas, was reinkommt, aber nicht wieder rausfindet. Tür. Öffnen. Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen.
Ich hatte an dem Tag so viel getrunken, dass ich nicht einmal mehr weiß, wo ich den Schlüssel versteckt habe. Und am Boot. Achso, da haben wir schon geguckt. Jetzt kommt es nicht wieder zurück, ne? Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt, aber noch schwimmt es. Muss ja. Was ist denn, wenn mir das nicht passt? Rechtsklick auch nicht. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt, aber noch schwimmt es. Muss ja. Muss man halten und Escape drücken. Oh, ist ja auch nicht so toll. So, die Flaschenpost ist nix. Gucken wir uns die Tür da oben an. Abgeschlossen. Pass auf. Nicht gerade die richtige Farbe für einen Sargdeckel. Wieso Sargdeckel? Hä? Guck mal, das geht doch. Die Angel nehmen wir mit. Die Angel war ein Vorschlag von Dr. Angust. Das ist sehr meditativ, Ben. Da kommst du mal zur Ruhe. Seitdem sitze ich jeden Morgen am Ufer und glotze apathisch ins Wasser. Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angust etwas anderes behauptet. Wer ist Dr. Angus? Ein Psychiater? Was bist du eigentlich für einer? Also ich bin ja der. Was bin ich? Wo bin ich? Im Fernsehen läuft ja nur Schwachsinn. Ja, Mann. Naja, wenigstens ist mein Kopf dann leer, wenn ich schlafen. Gehe. Mach mal an. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um 11 stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt 7 Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog, aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlich. Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Ja. Natürlich. Was hältst du dich? Oh, die Tür zu. Schön. Was haben wir denn da? Eine Stubenfliege. Ein Esstisch. Schön. Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Ich mache später Pause, wenn der Vorgang repariert ist. Gibt es Stühle eigentlich einzeln zu kaufen? Die gibt es doch meistens nur mit Tisch und im Vierer-Set. Da kenne ich das. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angust empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die Selbsthilfe die weiterempfiehlt. Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Workaholismus von Gunnar Larsson. Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Ich heiße Ben. Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Algenforschung? Also ich wäre da eher bei Meta gewesen. Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Ich muss irgendwie rausfinden, wer ich bin und was ich will und ich bin ein wenig verwirrt. Unser Sonnenurlaub in Italien. Achso, den habe ich jetzt. Meta strahlt wie eh und je. Komm, dann ist das nächste Bild dies hier. Mein Team. Auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Ich bin irgendwo in Skandinavien.
Und irgendwann wird bald die Welt untergehen. Und ich bin Algenforscher. Algenforscher. Ich mache später Pause, wenn der Vorgang repariert ist. Ich sehe es, den Vorgang reparieren. Okay. Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Du? Der ist ja sonst niemand. Darin ist nur das Notwendigste. Wenn ich nicht zum Essen in die Stadt fahren würde, käme ich nie unter Leute. Wo ist dein Auto? Ein voller Kühlschrank wäre da sozialer Selbstmord. Ein trauriger Anblick. Ich räume das morgen weg. Der ist ziemlich demotiviert, oder? Ich glaube, der hat unter das morgen weg. Depression zu leiden unter Argen und der Dr. Angus ist sein, wie nennt man, Psychotherapeut, Psychologe, Psychiater? Na, Depression, aber gehst noch nicht zum Psychiater, oder? Das sind die Bücher, die mir Dr. Angus ans Herz gelegt hat. Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Ja, schau mal rein, vielleicht ist da kein Riemen drin. Das sollte ich mal machen, aber nicht heute. Mhm, okay. Wo habe ich nur den Schlüssel versteckt? Vor unten. Das ist die Schlafkoje. Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duves Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Das ist nicht ein bisschen klein? Mir war das zu klein. So. Ich habe es im Kühlschrank versteckt. Oder ist ja nichts drin? Trauriger Anblick. Ein trauriger Anblick. Mach doch gleich wieder zu. Also, nach unten kann ich nicht ohne Schlüssel und irgendwo soll ich einen Keilriemen herkriegen. Wie in der Stadt. Wo ist eigentlich mein Auto? Der hat gerade was von einem Auto erzählt. Weil normalerweise... Ich mache später Pause, wenn der Vorgang repariert ist. Normalerweise fährt man in die Stadt und kauft sich im Baumarkt einen neuen Keilriemen. Man nimmt den alten mit. Dann darf ich ja nicht mehr aufheben, damit man weiß, wie lang der ist. Und wie breit und so. Mal nochmal an. Ich habe genug gesehen. Eine Tür. Innen kommt auch dieser Sargdeckel oder was? Nicht gerade die richtige Farbe für einen Sargdeckel. Was hast du immer mit Sargdeckel? Ich glaube, der Mann ist schwer depressiv, oder? Hier ist das sowieso keiner außer mir. Haus anschauen. Es ist früher ein Haus. Sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. Ich mich abgeschlossen. Ich glaube, ich kann auch gar nicht... Nein, ich kann auch gar nicht mal abschließen. Jetzt irgendwie ein Steinchen oder eine Fußmatte finden, wo eventuell